Also was ich besonders wichtig finde, ist, dass wir das Finanzthema auch angehen. Das ist ja ein Gegenstand. Bisher ist es ja ausgeschlossen und dafür habe ich hier einige von diesen Taschentüchern aufgehängt, dass es auch möglich sein wird, in Zukunft hoffentlich Finanzthemen über einen Volksentscheid bestimmen zu können. Und ja, ich bin hier heute, weil ich ein wichtiges Zeichen finde für die Verfassungskommission, damit endlich wir in Nordrhein-Westfalen auch die Möglichkeit bekommen, auf Landesebene per Volksentscheid Dinge zu entscheiden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, gerade Bayern, die sind um einiges weiter, die haben viele Sachen dort schon entschieden, die können auf Verfassungsdinge entscheiden. Wir in Nordrhein-Westfalen haben in unserer ganzen Zeit, in der ich hier lebe, noch kein einziges Volksbegehren gehabt. Und das ist mein Wunsch, mein Ziel und dafür setze ich mich ein. Ich bin ja relativ viel auf der Straße und wir machen viele Stände und Aktionen. Und das Spannende oder das Interessante finde ich, egal, also es gibt viele Menschen, die sich von der Politik abwenden, die sagen, ich gehe nicht mehr wählen, ich will nicht mehr und ich habe kein Vertrauen. Aber jedes Mal, wenn man auf ein inhaltliches Thema zu sprechen kommt, dieser Mensch hat eine Position und er kann genau sagen, ob er dafür ist oder dagegen. Und ich glaube, mit der Möglichkeit von Volksbegehren und der Möglichkeit der direkten Demokratie auch in Nordrhein-Westfalen kann man viele Menschen wieder abholen, um sich wirklich dann halt auch einzubringen und mit ihren Themen halt irgendwo nach vorne zu kommen.